So, die Aufnahme ist gestartet. Sind Monster an? Ich weiß ja nicht, ob meine Aufnahme gestartet ist. Also bei mir ist oben rechts. Auf jeden Fall. Werde ich auch gleich sehen. Das ist eine schöne Ecke. Wo bist du denn? Import. Hui. Ich nehme schon mal Holz mit. Kriegt man die Karte hier weg oben? Ich glaube auf M oder N. Ja, bei mir ist es N. Ah, cool, hier ist eine Bonus-Chest. Ich nehme alles mit, ja? Gut. Ah. Okay, Aufnahme geht. Gut, wo bist du denn? Da unten. Ja. So, das ist die erste Aufnahme hier. Let's go one. So. Das ist die Bionado und ich bin der mit der mit dem Buch. Möchtest du eine Axt haben? So, wie gehe ich denn raus? Und ich. Oh, ja. Bitteschön. Dankeschön. Was wollen wir zuerst machen? Am besten du guckst mal nach, ob Monster an sind. Ja, könnte ich machen. Wo ist denn das nochmal? Friedlich, einfach. Naja, wir wollen erstmal suchen. Wollen wir hier bleiben? Ja, aber mach mal auch Monster an, das ist lustiger. Bin ich ja gleich wieder tot. Naja, wenn wir uns jetzt zu zweit ein bisschen Holz holen und das erste Haus bauen. Das hier. Ich habe auch schon ein paar Samen und ein paar Setzlinge. Ich habe auch, warte mal, ich habe zwei Brote, ich gebe dir mal eins ab, die waren in der Bonus-Chest. Bleib mal kurz stehen. Die Monster echt angemacht? Ach, die Monster waren an. Das ist doch gut. Ich habe mich gerade gewundert, habt ihr ja nicht angemacht, aber... Ja, und sind Zombies und Creeper, vielleicht sollten wir nicht unbedingt in der Nähe von einer Höhle sein. Ja, und ich habe gerade gedacht, du hast Magenprobleme. Aha, sehr witzig. So, ich habe auch schon Seeds und so. Ich habe auch schon ein bisschen Holz. Wollen wir uns die ersten Werkzeuge machen? Schwerter und sowas, falls hier noch Monster rauskommen? Also aus Totenholz kann man definitiv nichts machen. Wirf mal was her. Soll ich uns eine Workbench machen und die ersten Werkzeuge? Ja, hatte ich gerade vor, ich wollte gerade anderes Holz. Na, guck mal, hier vorne ist da noch ein Baum, dann holst doch ein bisschen was ab. Und ich mach so lange hier irgendwas anderes. Oh, irgendwas, ja. Merke ich mir. Okay. Ja, den kann man nur als Stämme, als Stamm benutzen und man kann daraus Kohle machen. Ist ja langweilig. Man könnte daraus Rüstung machen und so. Ja. Aber dafür haben wir noch zu wenig. Naja, wir starten ja gerade mal. Wir können sie jetzt Feuerholz nehmen. Ja, immer mit der Ruhe. Bist du angegriffen? Keine Ahnung, bin ich wahrscheinlich so hochgesprungen. Manchmal wachsen hier auch Pflanzen, die Schaden machen. Soll ich für uns erstmal Holzschwerter machen? Wie geht denn das nochmal? Ich bin gerade dabei, du musst mir jetzt eine Info geben. Ja. Und eine Schaufel und eine Pickaxe? Eine Pickaxe, damit ich mir eine Steinaxe machen kann. Okay. Gut. Wie geht das nochmal? Ich habe schon zu lange kein Minecraft mehr gespielt. Warte mal, eine Sekunde, ich werfe dir die Sachen hin. Kannst einfach stehen bleiben. So und so. Jetzt dürftest du von allem eins da haben. Genau. Cool, ich habe noch einen Apfel bekommen. Na, jetzt steht's mit der Dichte. Wo ist die Bank? Achso, ich hab's abgebaut. Ich dachte, wir gehen weiter. Warte. Mal gucken, ob ich das noch kann, ja. Cool, hier ist ja Kohle, hast du das gesehen?
Konnte Cola? Man die? Die habe ich neben mir zu stehen. Haha. So. Wir müssen uns ja ein bisschen beeilen, wenn es Nacht wird. Müssen wir irgendwie ein Haus oder so haben. Attack of the B-Team war jetzt nicht, wo die Bäume sich auflösen, oder? Wenn man einmal draufhaut. Da gibt's eine bestimmte Axt. Also da brauchst du bestimmtes Werkzeug für. Oh, ich erlaube mal nicht. Gut. Muss man hier arbeiten. Ja. Und dauert eine ganze Weile, bis man die bekommt. Habe ich 27 gebaut hier. Ist egal. Wenn du willst, also ich hole gerade Steine, dann hau ein bisschen Gras ab und hol schon mal Holz. Wir brauchen auf jeden Fall noch Holz. Ja. Kann ich machen. Mann, deine Motivation ist halt auch wieder ziemlich hoch, wa? Ich muss halt mal die Lautstärke hier leiser machen, weil das ist ja Geräusche, Musik ist eh aus. Obwohl, kann ich mal ein bisschen anmachen. Geräusche. Ausempfindlichkeit. Gut. Ja. Also meinetwegen können wir uns auch ein Haus hier in dieser Unterwasserhöhle bauen. Würdet ihr ganz lustig finden. Muss ich ja auch mal rausschwimmen. Naja, wir können ja nach und nach das so ein bisschen ausbauen. Lass uns mal ein bisschen schauen. Okay. Da baue ich jetzt die Kiste hier ab und dann gehen wir mal in den Kreativmodus und fliegen mal ein bisschen rum. Ach nee, lass uns mal laufen, nicht cheaten. Wieso, wir cheaten ja nicht, wir fliegen ja nur. Ja, fliegen ist doch cheaten. Ach, finde ich nicht. Das ist eine Erleichterung. Ah, lass uns mal ruhig ein bisschen laufen. Dadurch wird es ein bisschen schwieriger, dauert zwar länger, aber im Endeffekt macht es Spaß. Du, hier ist Clay. Hier ist Lehm. Den können wir später gut gebrauchen, weißt du doch noch, für die Öfen und so. Den müssten wir jetzt noch kurz abbauen, oder ich beziehungsweise. Denn den brauchen wir sowieso nachher für die Schmelzöfen. Cool, haben wir ja richtig Glück gehabt. Guck mal, Kohle liegt hier auch noch rum. Also ich würde sagen, wir bleiben wirklich die erste Nacht hier und buddeln uns hier erstmal ein. Oder hast du Tiere gesehen? Nee, wa? Nö, ich meine eine Kuh. Ich auch nicht. Weil wir brauchen unbedingt auch noch was zu essen. Ich habe zwar noch so Brot da und einen Apfel, aber das wird ja nicht lange halten. So, sehr schön. Ich habe sogar schon verschiedene Samen da. Jo, und ich springe wie ein Bekloppter euch die Gegend. Fackeln habe ich auch. Reis, sehr schön. So, okay, bist du noch in der Höhle? Nö. Wo bist du? Keine Ahnung. Irgendwo, wo du nicht bist. Oh Mann, ey. Seh dich. Ach, da bist du. Sehr schön. Oh, hier liegen Seeds rum. Ja, dann geh mal vor. Gut. Suchen wir uns noch zu Hause. Vorsicht, hier Schlamm. Den können wir auch abbauen, damit können wir nämlich die ersten Werkzeuge machen. Die sind nicht besonders gut, aber es ist besser, als gar keine zu haben. Matsch. Ja, so ein bisschen Matsch. Daraus könnte man die erste Rüstung machen und die ersten Werkzeuge. Wir brauchen nicht viel davon, aber so ein bisschen halt. Ups. Pass auf, darin kannst du auch versinken und sterben. Deswegen springe ich ja hoch. Du mich sehen? Nee, Moment. Bin gerade unter Wasser. Oh, es wird dunkel. Mist, wir müssen uns beeilen. Du, ich bin derjenige, der hier wie bekloppt springt. Da hinten, okay. Ja, du musst uns jetzt eine Höhle oder irgendwas suchen. Und dann bewegt aber dein Hintern hier, ja. Mann, ja, ich bin gerade ins Wasser gefallen und dann auf den Schlamm drauf.
Eine Sekunde noch, ich leg mal das Schwert nach unten. So. Okay. Mann, hier sind ja überall Löcher. Ja, es nervt. Oh, scheiße. Während ich mich hier rausbuddel, nimm mal noch ein paar Samen mit. Dann können wir die nämlich schon mal anbauen. Nur so ein paar. Die werden wir nämlich gleich brauchen. Ich sehe, was machst du nicht? Siehst du das? Oh, hier sind Bären. Warum sagst denn du nichts? Weil ich nicht da war? Ja, die sind ja hier gleich bei dir um eine Ecke. Rechtsklick und dann abernten. Nahrungsquelle. Super Nahrungsquelle. Haben wir ein Glück. Stimmt. Die heilen zwar immer nur ein halbes Ding, aber das macht auf Dauer doch eine Menge. Die kann man übrigens immer essen. Das ist irgendwie so ein Bug oder so. Und die sind super als Zaun. Also ich hätte die gerne wieder als Zaun nachher um unser Haus rum. Weil, ups. Wer hat schon einen Zaun, der von alleine wächst? Okay. So, da bist du ja. Langsam sollte man was finden, aber es sieht alles so doof aus. Naja, wir können ja auch ein Baumhaus oder irgendwas machen. Du, jetzt ist dunkel. Die ersten Creeper und Skelette und so weiter dürften bald kommen. Yeah. Ja, toll. Ah! Ich hab den gar nicht gesehen, da waren zwei. Nee, es sind sogar mehr. Mist. Oh nee, jetzt bin ich ein Zombie. Ich glaub's ja. Ich glaub, es hackt. Gut, dass du mir Bescheid gesagt hast, sonst hätte ich dich jetzt getötet. Da kommen weitere. Oh, eine Möhre ist ja geil. Die brauchen wir zu futtern. Warte, du hast doch noch die Bären. Einfach mit Rechtsklick, aber pass auf, die kannst du unendlich essen. Nehmen wir auch das Fleisch mit. Guck mal, hinten sind noch mehr Bärenbüsche. Ich lauf mal ein paar Meter weiter geradeaus, ja? Guck mal, eine Ananas habe ich auch gefunden. So, ich bin wohl genährt. Okay, was brauchen wir nicht? Tee brauchen wir nicht. Daraus mache ich mir was zu essen. Gut. Scheiße, da kommt ein Creeper. Wäre schön, wenn du dich zurückverwandelst. Ich denke, jedes Mal hier rennt ein Zombie rum. Noch ein Creeper, sehr vorsichtig. Naja. Yeah. Na? Okay. Ja, hab ich alles selber in die Luft. Verwandel dich mal bitte möglichst zurück. Ja, wenn etwas ruhiger ist. Ich krieg ja nämlich voll die Krise. Wie mache ich das nochmal mit SZ, wa? Ich glaube ja, vor dir ist ein Zombie. Okay, kommst klar, ja. Versuch mal noch das Essen hier mitzunehmen. Allerdings brauche ich bald ein neues Schwert. Hab ich die Workbench? Ja. Ich stell die mal hier hin. Okay. Soll ich dir schnell eins machen und du passt auf mich auf? Ja. Stell die mal hin. Du passt jetzt auf, dass ich nicht tot gemacht werde, ja? Bevor du tot gehst, das dauert noch eine Weile. Wenn Creeper kommt, geht es super schnell, also. Da macht dir mal keine Illusion. Wollen wir mal hoffen, dass keiner kommt. Okay. Super. Ich schmeiße das erstmal hin. Hier dein Schwert. Und hier ist noch. Warte mal, ein Apfel. Dann hast du auf jeden Fall noch zu essen. Hier in der Nähe ist ein Orangenbaum oder sowas. Hast du ihn gesehen? Guck mal hier in die Richtung. Ich habe jetzt keinen Platz mehr, aber du hast bestimmt noch ein bisschen Platz, oder? Soll ich hingehen und suchen? Warte mal, Spinne. Oh. Hast du den nicht gesehen? Mit dem hohen Gras ist das ja schon schwierig. Oh, ich bin jetzt eine Spinne, mach mich nicht tot, okay? Ich mir als Zombie, ich krieg keine Macke. Vielleicht sind das einfach verschiedene. Das andere war ja so ein Villager. Oh, jetzt bin ich auch ein Zombie. Am Anfang sich zurückzuverwandeln ist echt nervig. Ups. Wo bin ich denn? Unter dem Meer? Bist ja irgendwo runtergefallen.
Oh, hier sind, das ganze Gebiet ist ja durchlöchert. Ja, das stimmt. So, jetzt hier lang, weiter zu dem Baum. Oh, vorsichtig hier. Ja. Cool, hier ist noch mehr Schlamm. Da können wir uns Rüstung und so was alle draus machen. Achtung, Creeper. Wo? Vor mir. Okay, ich bin ja nicht in der Nähe. Was natürlich geil wäre, wäre ein Bogen. Dann geht zu den Rekruten von Pane, die hat bestimmt einen übrig. Denk dran, was zu essen. Man kriegt hier relativ schnell Hunger. Ein Creeper mit einem Lego-Kopf. Den habe ich gesehen. Ich bin ihm eigentlich aus dem Weg gegangen. Unten. Lass uns doch jetzt mal irgendwas Sicheres suchen. Du suchst ja Ja, alle du, Nummern. Skeletor und Creeper sind hinter mir her. Vorsicht, ich bin jetzt der Creeper. So. Das ist einer von uns beiden Skelett. Ecke. Mann, dass man das nicht einstellen kann. Dass man sich nicht verwandeln will. Dankeschön. So. Guck mal, hier vorne ist so eine Mini-Oase. Lass uns mal da hin, das ist echt schön. Guck mal hier. Und hier rechts ist ein Orangenbaum, den können wir auch gleich mitnehmen. Ich feiere nun wirklich in jedes Loch. Naja. Ja. So. Ach, der Orangenbaum, da gehe ich mal hin. Naja, da hier nur einer steht, dachte ich schon, dass du den gesehen hast. Ah, Spinne. Scheiße, ich hab kein Schwert mehr. Warte, dass ich nachher rutscht. Okay, ich hab da ein Schwert. Oh, der fliegt, ist ja lustig. Oh, da hinten ist es ein Creeper. Ich kümmere mich aber drum. Ah ja, hinter dir. Oh, Scheiße. Aber der ist am Wasser explodiert. Wieso bin ich gestorben? Kannst du meine Sachen ein... Kacke. Alleine. Ohne. Sind wir nach Süden nähern? Guck mal auf der Insel. Ich bin relativ weit nördlich in dem Ding. Mann. Scheiße, ich werde hier erstmal raus. Buddel dich mal irgendwie ein Oh. oder versuch meine Sachen zu kriegen. Da war eine Kiste. Shitter. So. Ich weiß ja nicht, in welche Richtung wir gegangen sind. N. Ich kann dich auf der Karte nicht sehen. Sind wir nach Nordwesten gegangen? Na, ich muss erstmal hier. Mach Ich mal komme gleich zu dir. N die Karte auf. Sind wir Richtung des Schneebiom gegangen oder Richtung Süden oder Osten?